Hallo und herzlich willkommen YouTube, locker Zeit hier und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2 und hey, Brieftod, du hast einen Brief für mich. Von der Prinzessin. Oh. Ma, okay. Was krieg ich leicht? 5 Wonderpilze. Oh. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Na gut, ja, in der letzten Folge waren wir nämlich in der Welt 2 und haben dort erstens einmal die Puzzleplankengalaxie, den geheimen Stern gefunden. Und dann haben wir noch in dieser Galaxie, im Bowser's Lara Imperium, Bowser vernichtet und unseren zweiten großen Stern bekommen. Und somit Zugang zur Welt 3 erhalten. Und jetzt mache ich die Galaxie. Wuchtwipfel? Ich glaube, die ist die gefährliche. Und deswegen würde ich sagen, ich probiere einfach mal, wie es aussieht. Und ja, hoffe aufs Beste. Ja, die große Baumrutsche. Bei meinem ersten Mal spielen habe ich in dem Level sehr, sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Und ja, ihr werdet schon sehen, warum. Auf jeden Fall, da oben haben wir schon unseren Sternring. Hallo du, dieser Ort, uns heilig. Rutschen, Mondprobe. Rutsche, oben, oben, okay. Schaukeln, mehr, jawohl, schaukeln, passt. So, da lang? Ja, das schaut gut aus. Dann da rechts oben auf und dann da auf diesen Sternenring und los geht's. Ab durch den Baum. Und, oh Gott, die große Baumrutsche. Hallo. Das wirst du sagen? Rutsche schnell, keine Angst. Ich habe aber Angst. Ach. Hallo. Rote Dorne nicht berühren? Jawohl. Wir schauen. Du musst nicht mitmachen. Tapfer sein. Mit Anlauf. Okay. Mit Anlauf. Los geht's. So, da haben wir Stachis und Ballons. In Ballons sind Sternenteile drin. Sternenteilchen drinnen. Da kurzer Sprung. Und die Münzen sind meistens dein Freund. Meistens. Dann haben wir da ein Leben. Ich weiß, dass es brauchen wird. Oh, ich kann ja herzeigen. Ein paar Sternenteile schauen dabei aus. Die hole ich mir auch noch ganz geschwind. Dankeschön. Ja, und da haben wir schon ein paar Löcher drinnen und ich glaube in dem Fall werde ich so das Ganze machen. Ja, perfekt. Und weiter geht's. Ja. Boah, der war knapp, der war knapp. Ja, nicht zu böse sein, ich glaube. Und da einmal rundherum und dann sind wir auch schon da zu der gefährlichen Stelle, wo ich meistens verliere, aber diesmal gut gelaufen. Da auch, sehr gut. Da haben wir nicht sehr viel Löcher, aber es sollte sie. Wow, First Try? Holy, das ist ja gut gegangen. Jetzt sicher, du mutig. Ja, du würdig. Mutig wie Borku. Nimmst du dafür Stern. Oder Goldmedaille. Oder gelbes, goldenes, glitzerndes Ding. Ach, schön. Dieses Mondsymbol für mich. Und dahinter haben wir noch ein One-Up. Übt euch das. Sag ich mal geschwind her. Und wow, ich habe jetzt echt nicht geglaubt, dass ich das im ersten Versuch schaffe. Aber anscheinend ist es irgendwie gelungen. Finde cool. 2 Minuten 16 ist gute Zeit. 40 Sternenteile, ein paar Münzen noch dazu. Und? Luba. Oh, du hast deinen kleinen Borku mitgebracht. Die mag ich wirklich gerne. Er weiß etwas über Kometmünzen, also sei ganz Ohren, stört dich nicht. Und stört dich nicht an seinem einfachen Satzbau. Ah, okay. No. Bruder! Hallo! Hallo, Bruderherz. Dreimal darfst du raten. Ich helfe dir von nun an, nach dem Powerstern zu suchen. Also sprich mich einfach an, wenn du mich in einer Galaxie da draußen treffen solltest. Nicht bin ich an der Reihe, das Universum zu retten. Okay. Werde mal machen. Und gespeichert. Opa.
Der Barcode, ja, hat was sehr Wichtiges, was man immer zu Herzen nehmen so solle, sollte. Kometenmünzen, schon gefunden, fleißig sammeln. Kometen, Komete scheint, jede Galaxie, erster Stern, davor, immer eine Kometenmütze, suchen, suchen, Augen auf. Okay, naja, so ganz einfach in Deutsch heißt es, ja, immer vor dem ersten Stern ist eine Kometenmütze, nur ein Brief. Oh, die Honigbiene, ah, danke schön. Und nur ein One-Up. Wow, jetzt bin ich schon 12. Ha, dabei bin ich in der Folge noch nicht einmal gestorben. Na gut, aber es gibt noch eine Galaxie, die ich euch noch vorenthalten habe. Und das wäre die Sinkflug-Galaxie hier drüben. Und, naja, ihr könnt sie ja herzeigen, oder? Wenn wir schon da sind. Mit dem Tuco-Gleiter im Urwaldparadies, weil das ist eine neue Steuerung und das sollte einmal zumindest hergezeigt werden. Mhm. Wieder dieselbe Musik wie in der letzten Galaxie. Hallo du! Ja da, der Tuco-Gleiter da. Er ist nicht gerade der beste Flieger und dazu noch schüchtern. So schüchtern. Aber gab zu verstehen, dass er dich mag. Vielleicht nimmt er dich auf einen Gleitflug mit. Mach schon, ich erkläre den Gleitflug. Bist du mittig genug? Ja, es gibt ja nicht mehr da in der Galaxie, außer am Gleitflug sich zu versuchen. Und, naja, Tutorial. Waagrecht. Jupp, so. Ja, sollte passen. Jupp, das ist die Startposition. Jupp. Von der Startposition aus nach links, rolle nach links, okay. Genau, genau, jetzt nach links, passt schon. Sanft, sanft nach unten. Abzudrosseln, aufrichten, ja, komm mal schon. Durch den großen Sternenkranz hinten im Ziel, ja. Und da sehen wir auch schon die Kometenmünze, aber sie ist eingesperrt. Na, jetzt fragt man sich, wie kriegt man es dann auf? Dafür sind eben diese roten Teile hier. Ne? Diese, wie nennt man die, Tore? Ja, Tore ist ein gutes Wort. Ne? Und, hopp. Die Zeit ist mir in dem Fall relativ egal, weil das Einzige, was wichtig ist, ist da heil durchzukommen. So, und dadurch, komm schon. Oh, ja, geht sie aus. Gut, da ist Tor. Das muss ich mal schon holen. Geht sie aus. Wo ist das nächste Tor? Ich hoffe mal links. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Da unten wäre sonst auch noch ein Tor. Ich kann jetzt leider schwer hinzahlen, weil es jetzt. Wow, shit, gar nicht passt. Das letzte Tor. Tor! Au! Au! Durch Tor! Ah, durch! Und jetzt nur noch die Kometenmütze einsammeln. Oh, knapp. Das war ja schon, knapp. Wahnsinn. Bist geflogen, sogar der Tuco-Gleiter sieht zufrieden aus. Zufrieden, danke für den Powerstern. Beeindruckender Jungfrauenflug, ja, passt schon. Danke für den Stern. Wow. Zwei schwerere Galaxien, also zwei schwerere Sterne, besser gesagt, gleich auf den ersten Versuch. Boah. Das ohne, dass ich vorher üben muss. Das ist ja der Wahnsinn. In einer sehr schnellen Zeit, oh, da kann ich schon zufrieden sein. Und 18 Sternenteile. Ich glaube, mit dir habe ich in letzter Zeit nicht so geredet. Ich glaube, du gibst mir 8 Sternenteile, wenn man nicht alles täuscht. Und 8, dankeschön. Ja, Lagestand 8, ja, okay.
und ich lagert mal wieder alles ein, weil es sich gerade ausgeht. Dankeschön. Fast 600. Na gut, ich hätte erwartet, dass ich ein bisschen länger mit dem ganzen Brauchen. Jetzt weiß ich nicht, welchen Stern ich noch machen soll. Also schaue ich einfach zur Welt 3 und nimm mir einen neuen vor. Flaumwandler waren wir schon. Ah, ich bin heute auf Schnee aufgelegt. Frostflockengalaxie. Naja, wir haben ja derzeit nicht so viel Schnee hier, also. Ja. Braucht man eher ein wenig. Und. Oh, Lavasee. Hallo Bowser. Gut. Und sehr beruhigende Musik und hallo Luigi! Na gut, komm ich mal zu dir. Hallo Bruderherz, wieder auf der Suche nach Bowser-Sternen? Ich kann dich ablösen. Wenn du möchtest, kannst du als Luigi spielen. Also entscheide dich, wer soll hier sein Glück versuchen? Ja. Wenn wir schon dabei sind, ja, würde ich sagen, dieses Mal mache ich es mit dem Luigi. Naja, Luigi ist so, dass er ein wenig rutschiger unterwegs ist. Also, kann manchmal gefährlich sein, aber so im Generellen ist er schneller und springt höher. Deswegen ein paar Vorteile hat er auch. Muss man immer dann entscheiden, für wie das man es haben will. So, da. Na, okay. Oh, und eine Münze. Er hat halt nicht seinen klassischen. Wie sagt man? Wie heißt das? Wenn er in der Luft sieht, so mit den Beinen strampelt, da gibt es doch ja irgendeinen Ausdruck dafür. Naja, egal. So, okay, die Münze. Und da drinnen haben wir eine Röhre, die was uns zum Spieleprofi führt. Naja, was hast du zum Sagen? Willkommen in einem weiteren Spiel mit dem Wanderaffen. Hast du Lust auf etwas Neues? Ganz einfach. Eislaufen und Gegner treffen. Oh Gott, das kenne ich nicht vor den Schacheln in Acht. Machst du mit? Na gut, Spieleprofi. Wenn du 500 Punkte oder mehr schaffst, 500, ha, das ist möglich. Naja, Eislaufen wissen wir ja schon, dass man das durchdrehen zum Kriegen. Und zack, zack. Und Goldene bringen 50, alle anderen bringen 10. Und die Stachis, ja, das sollte man nicht berühren, weil das macht ein bisschen Schaden. Und 1, 2, 3. 2, 3, 4. Da, da, muss ich durch. Aua! Kommst du her? Ja, und Ziel erreicht. Was? 620. Soll passen. Ja, da schaust, ha? 620. Als glänzenden Rivalen. Danke für den Powerstern. Und direkt vor unserer Nase. Ein neuer Powerstern. Wahnsinn, geht der da hin? Dass das Ganze so flüssig geht, hätte man es nicht erwartet. Na gut. Damit haben wir jetzt 26 Sterne. Ein Geist in der Frostflockengalaxie. Was der macht, auf das komme ich später zurück. Und 25 Sternenteile und ein paar Münzen. Und eine neue Galaxie. Und, der erste Schabernack-Komet in der Flammwandler-Galaxie. Ein Schabernack-Komet ist aufgetaucht. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien, sodass du sie teilweise gar nicht wiedererkennst.
Aber klar doch, du hast ja auch schon fleißig Kometenmünzen gesammelt, nicht wahr? Je mehr dieser Kometenmünzen du findest, desto mehr der ominösen Shabanak-Kometen tauchen auf. Du kannst also endlich damit beginnen, die Powersterne der Kometen zu sammeln. Wir zählen auf dich, Steuermann. Okay, dann... Okay, sehr stur. Bruder Herz, lange nicht gesehen, ich bringe dir darauf neue Abenteuer zu nehmen. Also lass mich dir ruhig helfen, wenn du mich das nächste Mal da draußen siehst. Bis später. Okay, Luigi. Werden wir machen. Und endlich haben wir gespeichert. Aber zuerst noch die 5 Sternenteile, warum nicht? Es sind 5 mehr, also. Hey. Geht ja. Und ein voller Erfolg. Damit wissen wir schon, was wir in der nächsten Folge machen werden. Und ich sag vorerst einmal danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal zu Super Mario Galaxy 2. Fertig.